Servus, liebe Fußballerinnen und Fußballer zu Hause. Willkommen zur nächsten Einheit. Ich bin der Felix, ihr kennt mich schon. Wir machen heute wieder weiter mit Technik. Dafür brauchen wir wieder einen Ball natürlich und diesmal brauchen wir drei Markierungsscheiben. Ich habe es euch letztens schon gesagt, ihr könnt dafür Schuhe nehmen, Toilettenpapier, wie auch immer. Das schaut folgendermaßen aus. Diesmal errichten wir ein kleines Dreieck. Rücken wieder 1,50 Meter Abstand, damit wir den Aufbau haben. Genau, so schaut das Ganze aus. Wir ketten wieder oder kombinieren wieder Tricks aneinander. Ich zeige euch einmal, wo wir hinwollen. Das heißt, wir starten mit Ziehen, Vorlegen, dass der Ball vor uns landet, dribbeln an, machen dann eine eingesprungene Schussfinte, gehen dann durch das Dreieck durch, machen eine Sohlenwende mit Ziehen, Fußwechsel. Und jetzt kommen wir mit einer eingesprungenen Schussfinte zum Startpunkt zurück. So, okay. Jetzt brechen wir die Übung in ihre Bausteine auf. Wir starten mit Ziehen, Vorlegen. Ähnlich wie bei Ziehen, Zurück und Ziehen, Fußwechsel ist es hier. Ich habe es euch letztens schon erklärt, wie mit dem Stierkämpfer. Wir halten das rote Tuch raus, der Gegenspieler kommt jetzt angelaufen und wir ziehen den Ball vor seiner Nase weg und kommen in die offene Stellung. Deswegen ist wichtig, dass wir beim Zurückziehen leicht nach hinten hüpfen und die Hüfte aufrotieren, dass wir dann anlaufen können. Also nochmal, ziehen, vorlegen. Danach dribbeln wir an und haben hier eine eingesprungene Schussfinte. Hierzu ist wieder wichtig, dass der Ball vor uns ist, dann hüpfen wir nach, treffen und landen. Das sind die drei Sachen, also springen, treffen, landen. Ich zeige es nochmal, Ball liegt vor uns, springen, treffen, landen. Gut, wenn wir das gemacht haben, gehen wir immer durch das Dreieck durch. Das heißt, wir dribbeln hier an und hängen eine Sohlenwende an. Hier in diesem Fall ist es so, wie bei der Schussfinte auch, ich will wenden. Das heißt, bei der Sohlenwende, Gegner kommt von der Seite angelaufen und ich ziehe den Ball wieder in den Körper rein. Ja? Also nochmal, wir gehen durch das Dreieck durch, Gegner kommt von hier und ich lasse ihn wieder ins Leere laufen. Gut, wenn wir die Sohlenwende gemacht haben, weil wir zu unserem Ausgangspunkt zurückkommen wollen, tun wir diesmal so, als wenn der Gegner von dieser Seite kommt. Und jetzt sind wir wieder bei Ziehen, Fußwechsel. Diesen Trick hatten wir schon. Gegner läuft an und wir ziehen den Ball wieder vor seiner Nasenspitze weg und kommen dann zum Ausgangspunkt zurück. Am Ausgangspunkt ist es ähnlich wie, oder ist es genauso wie beim zweiten Hütchen. Das heißt, wir machen hier eine eingesprungene Schussfinte und landen wieder hier. So, jetzt gehen wir es einmal nochmal durch. Also ziehen, vorlegen. Schieben, eingesprungene Schussfinte. Wir gehen durch das Dreieck durch, Sohlenwende. Gegner kommt von dort, ziehen, Fußwechsel. Schieben an, Gegner kommt von dort, Schussfinte, läuft wieder ins Leere. Also nochmal, Gegner kommt von hier, ziehen, vorlegen. Jetzt verfolgt uns der Gegner, Schussfinte, wir lassen ihn ins Leere laufen. Dribbeln wieder an, Sohlenwende. Gegner kommt wieder von hier, ziehen, Fußwechsel. Ausgangssituation mit Schussfinte. So, jetzt versuchen wir das mal in einer Dauerschleife durchzuspielen. Das heißt, ziehen, vorlegen, schieben, eingesprungene Schussfinte, schieben, Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel, schieben, eingesprungene Schussfinte, ziehen, vorlegen, schieben, Schussfinte, schieben, Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel, schieben, Schussfinte. Okay, so, bevor wir zur Variante kommen, machen wir jetzt noch einen Wettkampf. Wir spielen drei Runden, immer, die Runde endet immer hier. Ich zähle jedes Mal laut mit, wenn ich hier gelandet bin und dann schauen wir mal, wer schneller war. Okay, auf drei geht's los. Eins, zwei und drei. Eins. Zwei. Drei. So. Ihr seid bestimmt schon längst fertig. Wir kommen jetzt gleich zur Variante. Okay, gut. Wir kommen jetzt zur Variante. Wir verändern an Position 1 und Position 2 den Trick. Der Trick an Position 3 bleibt gleich. Jetzt gehen wir das Ganze kurz durch. Und zwar, wir starten hier wieder mit Ziehen, Vorlegen, nur dass wir Ziehen, Kappen machen. Das heißt, wir ziehen und der Gegner verfolgt quasi diesmal den Trick, weil er ihn schon kennt. Ziehen und kappen. Das heißt, wir landen wieder in der Richtung, wo wir den Ball hergeholt haben. Das heißt, ziehen, kappen. Der Ball geht wieder in die Ausgangsposition zurück. Also nochmal, ziehen, kappen. Dann machen wir eine Schussfinte. Wir nennen sie aber Neymar-Schussfinte. Das heißt, in diesem Fall, der Ball landet jetzt hier, streichen wir an und machen dann die Schussfinte unter dem Körper durch. Dann kommen wir an die Spitze vom Dreieck, Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel. Das bleibt gleich. Schussfinte bleibt auch gleich. Hier geht es wieder los. Ziehen, kappen, Neymar, Schussfinte, schieben, Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel und zum Ausgangspunkt zurück.
So, also ich habe es euch schon erklärt, ziehen Kappen. Wenn ich jetzt im Spiel zwei, dreimal ziehen vor allen Dingen gemacht habe und der Gegner sich schon darauf eingestellt hat oder mich kennt, dann täusche ich das Ziehen vorlegen eben diesmal an. Das heißt, ich tue so, als wenn ich ihn jetzt da vorlegen würde, also ziehen, vorlegen, kappe aber hier ab und lasse den Gegner damit ins Leere laufen. Bei der Neymar-Schussfinte haben wir eine Sache, die wir davor schalten. Das heißt, wir beschleunigen den Ball jetzt mit dem linken Fuß, beschleunigen und dann Schussfinte eingesprungen wieder durch die Beine durch. Also der Ball landet ja hier nach dem Kappen, Sohle beschleunigt den Ball, nachspringen und den Ball durch die Beine durchspielen. Gut, jetzt versuchen wir das Ganze mal zu kombinieren. Also ziehen, kappen, rollen, Neymar, Schussfinte, anschieben, Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel und zum Ausgangspunkt zurück. Habt ihr schon alles verstanden? Ich zeige es euch nochmal. Das heißt, ziehen, kappen, Neymar, Schussfinte, anrollen, Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel, anschieben, Schussfinte, Stopp. Okay, gut. Wir versuchen nochmal einen Wettkampf, das heißt, drei Runden ist das Ziel. Ich gebe nochmal alles, ihr habt mich bestimmt beim ersten schon geschlagen, ich versuche mich jetzt zu revanchieren, aber ich gehe davon aus, dass ihr mich nochmal bezwingt. Also, alle Bausteine noch im Kopf, wir fangen bei drei an. Eins, zwei, drei. Und eins. Zwei. Drei. Okay, ich bin fertig. Ihr habt mich jetzt bestimmt erneut bezwungen. Ich wünsche euch jetzt zu Hause viel Spaß beim Üben und wir sehen uns dann bei der nächsten Einheit.